Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie das schriftliche Subtrahieren mit Überschreitung funktioniert. Du siehst hier zwei Pferde, eine große Stute und ein Fohlen. Das Fohlen ist natürlich kleiner als seine Mutter, die Stute. Es ist ungefähr einen Würfel kleiner. Wenn sich das Fohlen nun auf einen Stein stellt und die Stute auch, dann ist der Unterschied immer noch gleich groß. Das Fohlen ist immer noch einen roten Stein kleiner. Auch wenn es sich auf zwei Steine stellt, macht die Mutter das Gleiche, dann bleibt der Unterschied gleich. Es ist immer noch um einen roten Stein kleiner. Sogar wenn sie sich auf drei Steine stellen. Der Unterschied bleibt immer gleich groß. Wenn man bei beiden gleich viel dazu gibt. Das Gleiche kann ich auch bei diesen Türmen sehen. Dieser Turm hat fünf Würfel. Dieser Turm ist kleiner und hat nur drei Würfel. Der Unterschied ist 2. Wenn ich jetzt dem ersten Turm 4 dazugebe und dem zweiten Turm auch 4 dazugebe, wie viel hat dann jeder? Der erste Turm, 5 plus 4, hat jetzt 9. Der andere Turm, 3 plus 4, ist 7. Der Unterschied zwischen 9 und 7 beträgt 2. Der Unterschied hat sich also nicht geändert, weil beide Türme gleich viele Steine dazu bekommen haben. Rechnen wir nun einmal mit Geld. Leni hat 129 Euro. Max hat 125 Euro. Wie groß ist der Unterschied? Um wie viel hat Leni mehr? Wir rechnen eine Subtraktion. 5 und wie viel ist 9? Und 4. 2 und wie viel ist 2? 0. 1 und wie viel ist 1? 0. Das war einfach. Max hat um 4 Euro weniger. Nun bekommen beide Kinder gleich viel Geld. Leni bekommt 10 Euro und Max bekommt auch 10 Euro, aber in Münzen. Das ist gleich viel Geld. 10 Euro, 10 Euro. Die Kinder haben dann
139 Euro und Max hat 135 Euro. Wir rechnen wieder eine Subtraktion und schauen, wie groß der Unterschied ist. 5 und wie viel ist 9? Und 4. 3 und wie viel ist 3? Und 0. 1 und wie viel ist 1? Und 0. Der Unterschied ist gleich geblieben. Hier hatte Max um 4 Euro weniger und da immer noch um 4 Euro weniger, weil beide gleich viel Geld bekommen haben. Nun sind wir bereit, eine Subtraktion mit Überschreitung zu rechnen. Hier siehst du schon die beiden Zahlen. 873 minus 249. Wir wollen ausrechnen, wie groß der Unterschied zwischen diesen beiden Geldbeträgen ist. Los geht's! Wir beginnen bei den Einern und rechnen von unten nach oben. 9 und wie viel ist 3? Das geht nicht. Hier brauchen wir unseren Trick. Ich gebe beiden Kindern gleich viel Geld dazu. Hier gebe ich 10 Euro dazu. 10 Einer. Und das andere Kind bekommt einen 10-Euro-Schein. So, nun wollen wir weiterrechnen. 9 und wie viel ist 13? Das geht. 9 und wie viel ist 13? Und 4. Bleibt 1, denn dieses Kind hat ja einen 10-Euro-Schein bekommen. Den schreibe ich hier dazu. Bleibt 1. 1 und 4 ergibt zusammen 5. 5 und wie viel ist 7? Und 2. 2 und wie viel ist 8? Und 6. Der Unterschied beträgt also 624 Euro. Und weil das so gut geklappt hat, rechnen wir gleich noch eine Aufgabe. Wir beginnen wieder bei den Einern und rechnen von unten nach oben. 5 und wie viel ist 2? Das geht nicht. Wir helfen uns wieder mit dem Trick. 5 und wie viel ist 12? Das geht. Und 7. Jetzt bleibt aber 1, weil ich hier 12 hatte. 1 und 6 ist 7. 7 und wie viel ist 9? Und 2. 1 und wie viel ist 5? Und 4. Fertig. Der Unterschied beträgt 427. Zum Abschluss eine Rechnung, die du nun auch schon mit dem Rechentrick lösen kannst. Denn den Trick kann man nicht nur hier bei den Einern anwenden, sondern auch hier bei den Zehnern, wenn es notwendig ist. Wir fangen an. Wieder bei den Einern von unten nach oben. 5 und wie viel ist 6? Und 1. 8 und wie viel ist 5? Das geht nicht. Wir nehmen unseren Trick.
8 und wie viel ist 15? Das geht. 8 und wie viel ist 15? Ist 7. Bleibt 1. 1 und 1 ist 2. 2 und wie viel ist 4? Und 2. Schon sind wir fertig. Das Ergebnis ist 271. So, und nun viel Spaß beim Rechnen.